Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute sind wir bei Cat's Tales Gathering Season 5 und spielen unser erstes Duell. Ich habe mich angemeldet, aber ich habe es ehrlich gesagt leider vergessen, es ist jetzt Sonntagabend. Man kann insgesamt bis zu 35 Duelle gegen andere Spieler spielen in einem Tournament, wo man für jedes gewonnene Duell mindestens 5 Urgesteine bekommt. Und der Gewinner, also die 16 Besten, kommen dann noch in ein endgültiges Turnier, in eine sogenannte Viertelfinale, Achtelfinale, whatever. Viertelfinale ist es. Und dann, ja. Ich bin jetzt überrascht gewesen einfach. Ich habe nämlich schon so 10 Minuten nach einem Gegner gesucht, deswegen bin ich jetzt ein bisschen unvorbereitet tatsächlich, weil ich einfach keinen Gegner gefunden habe. Und jetzt habe ich ihn plötzlich doch noch gefunden. Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt, weil ich jetzt so spät dran war. So gibt es anscheinend nicht mehr so viele Leute, die auch noch keine Duelle gemacht haben. Und genau, deswegen sorry, dass ich gerade so am Fumblen bin. Und ja, aber wie gesagt, Cat's Tales Gathering Season 5 und wir müssen, wie gesagt, gegen andere Spieler spielen. Und die 16 Besten kommen dann in die Endrunde und der Gewinner, der letztlich alle anderen besiegt hat sozusagen, der gewinnt insgesamt $1000. Und alle anderen kriegen halt, wie gesagt, für jeden Sieg Urgestein. Es wird dann auch immer mehr, also für den ersten paar Siege kriegt man, wie gesagt, 5 mindestens pro Duell. Irgendwann sind es dann 10, 20 und so. Also letztes Mal habe ich, glaube ich, 15 Duelle gewonnen oder so und habe 170 Urgesteine bekommen. Oder waren es 16? Ich glaube 16, 19 war ich letztes Mal. Also 16 gewonnen, 19 verloren. Aber ich werde jetzt dieses Mal wahrscheinlich nicht ganz so viele Duelle machen können. Uff, Talentkarte von Klee? Oh. Dann kann sie noch öfter angreifen. Sie kann jetzt noch 2-mal angreifen in der Runde. Und kann dann ihre Spezialfähigkeit quasi schon aufladen. Oh, wow. Das ist nicht gut. Für mich. Das ist nicht gut. Die hat jetzt ja schon ihre Spezialfähigkeit ready. Tja, erstes Duell und wahrscheinlich direkt die erste Niederlage, ey. Dass der ausgerechnet ihre Talentkarte auf der Hand hat, ist mal wieder typisch. Mann, da wartest du 10 Minuten, 15 Minuten auf ein Duell, nur um dann in der ersten Runde schon zu verlieren. Also, ich meine, ich gebe natürlich nicht auf, aber das sieht wirklich unfassbar schlecht aus für uns. Und vor allem jetzt bin ich auf Fische stehen geblieben. Das ist halt auch nicht gut. Also Jadegemach. Komm schon gar nicht auf den Namen. Also ich meine, sie wird uns jetzt wahrscheinlich nochmal angreifen. Wie viel macht nochmal ihre Spezialfähigkeit? 3. Ich meine, actually das Klügste ist wahrscheinlich einfach jetzt auf Klee zu auf Fische zu bleiben. Weil sie hat schon das Pyro-Element auf sich. Muss mir jetzt ihr nicht unbedingt die ganzen Reaktionen schenken. Genau. Und Fische wie immer als Bauernopfer benutzen. So blöd das natürlich auch ist, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Okay. Geht aber ganz schön all in hier gerade. Ich meine, Fische ist so oder so tot. Ich glaube, das Klügste ist jetzt, Bennett mit dem Windfalken auszurüsten und meinen Zug zu beenden. Ja. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich von Klee wegwechseln. Oder auch nicht. Jetzt stirbt Fischleid nicht. Okay. Jetzt kann ich nochmal ihre Spezialfähigkeit. Das ist tatsächlich gut. Das ist gut für mich tatsächlich. Das ist tatsächlich gut für mich. Ich könnte sie sogar nochmal retten? Moment mal. Ich könnte vielleicht sogar noch Fisches Spezialfähigkeit machen. Lol. Okay, Fische wird gerettet. So, ihre Klee kann mich eigentlich unmöglich besiegen. So, ihre Klee kann mich nie im Leben... Ach so, bald doch. Ich kriege ja jetzt noch 2 Schaden.
Wenn ich jetzt eine, ach so, ja doch, wenn ich jetzt eine Fähigkeit mache, stirbt der Fische schon. Ich meine, ich kann sie trotzdem zwingen, nochmal Fische anzugreifen. Ich meine, es ist trotzdem gut. Genau. Jetzt muss sie nochmal Fischl angreifen. Jetzt bräuchte ich ja die Glücksspiel-Ohrringe. Dass ich die jetzt nicht habe, ist natürlich wieder äußerst ärgerlich. Schon wieder fast das halbe Deck gezogen. Ich glaube, ich habe sie zweimal im Deck. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich sie auch rausgetan. Aber eigentlich habe ich sie nicht rausgetan. Jetzt ist halt die Frage. Okeanide oder... Ich glaube, klüger ist tatsächlich Bennett. Komm schon, bitte. Glücksspielohrringe, bitte. Nein! Ich kann nicht nochmal ziehen, weil sonst kann ich nichts mehr machen. Ich kann auch das hier machen. Uff, das Artefakt. Das brauche ich eigentlich auf der Okeanide. Ja, wobei. Aber ich mache einfach einen Standardangriff. Boom. Okay. Was ist eigentlich mit ihm hier? Kriegen halt gefühlt gar nichts. Oh nein, jetzt lässt sie mich ja zwangswechseln. Ach nein, ich bin so dumm. Ach, wir haben trotzdem verloren, glaube ich. Ich hatte schon kurz Hoffnung. Aber dass sie mit der Klee so oft angreifen konnte und so schnell ihre Spezialfähigkeit bekommen hat, das ist echt mies. Und sie packt den Generalshelm aus. Nicht dein Ernst. Den packt sie auch noch aus. Yo, 5 Schaden? Okay. Ich meine, kann sie mich nochmal angreifen? Eigentlich nicht, oder? Irgendwie mit der Okeanide durchmogeln. Aber das wird schwierig. Oh, und er hat 2 Würfel übrig. Die werden wieder gesammelt. Also irgendwie ist die Karte ja schon fast ein bisschen unfair, Vanarana. Weil die ist unendlich. Die läuft auch nicht ab, die Karte. Die sammelt immer alle deine Würfel, bis zu 2 deiner Würfel auf und du kriegst sie einfach in der nächsten Runde wieder. Das ist schon ultra heftig, ey. Ich glaube, die Karte muss ich auch im Deck tun. Alter, das ist ja irgendwie insane. Na, ist schon ganz schön stark. Ach, gut, jetzt muss ich das Artefakt rausholen. Und mich noch schützen zusätzlich. Ich könnte die 5er machen, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. In the image of the wilderness. Na, das sieht nicht gut aus. Er hat doch jetzt, er hat 9. Moment, damit maximal 2? Er hatte doch 2. Oh? Aber vielleicht hat er noch irgendwas eingesetzt, ich habe es verpasst. Noch irgendwas? Tja, und jetzt haben wir quasi noch eine... Er kann halt noch 2-mal angreifen in der Runde. Ich kann Bennett nochmal um 2 heilen. Und ihn jetzt zum Wechsel zwingen. Und davon habe ich jetzt auch nicht wirklich viel. Dass ich Bennett Spezialfähigkeit wahrscheinlich nicht auslösen kann, ist natürlich mies. Ich meine, 6 Schaden, sie müsste 2-mal Elementarfähigkeit machen. Das würde ihn entweder alle seine Handkarten kosten oder er hat jetzt 6 Kryo-Würfel. Beides sehr unwahrscheinlich. Aber er kann nicht nochmal wechseln, weil er hat ja nur 6 Würfel. Also er kann nicht mit beiden angreifen. Okay, und ich glaube, damit überlebt Bennett eigentlich garantiert. Das heißt, wir heilen ihn weiter. Sind zuerst dran.
Was ist denn mit meinen Karten los? Ich habe keine. Ich habe nicht mal eine Talentkarte für einen von beiden. Ey, es ist so schlecht gerade irgendwie. Die Karten, die ich unbedingt haben wollte oder will, die ziehe ich nicht. Wobei ich nicht unbedingt schlecht gezogen habe. Zweites Jade gemacht hingegen wäre auch nicht schlecht. Jetzt wechselt er bestimmt auf Kijing und holt sich wieder die zwei Würfel für die nächste Runde. Pass auf, jetzt wechselt er auf Kijing. Weil das wäre tatsächlich dämlich, dann stirbt sie garantiert. Na, Moment. Also entweder verschwendet er jetzt einen Punkt Heilung oder er wechselt jetzt noch. Uff. Ja, oder er spielt nochmal Zähigkeit der Medeliten aus. Ich hasse die Karte so sehr. Jetzt jede Runde 4 Punkte Schild. Das ist so unfair. Naja, unfair ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ätzend. Es ist ätzend. Das Schlimme ist auch... Ja genau, jetzt sind nochmal um 2 gehalten. Jetzt kriegt er noch 2 Punkte Schild. Also der Schaden, den wir gerade gemacht haben, in Anführungszeichen, ist komplett ins Leere gegangen. Wie können wir so schlecht würfeln mit Jade gemacht? I don't get it. Okay. Also Spezialfähigkeit Bennett ist auf jeden Fall am Start. Er hat 11 Würfel. Wieso hat er 11 Würfel? Was zum Teufel? Hä, wie was? Wie zur Hölle hat er 11 Würfel? Hä? Ich kann seine Kijing tatsächlich killen, glaube ich, oder? Nee. Meine mich gerade ehrlich gesagt, wieso nicht? Aber okay. Sie hat 2 Punkte Schild und 3 Leben. Okay, keine Ahnung. Das ist jetzt halt nicht so gut, ne? Wie viel macht nochmal ihre Spezialfähigkeit? 7. Ach du Heilige. Mann, wenn wir sie jetzt gekillt hätten, hätten wir gewonnen. Jetzt opfert er natürlich seine Handkarten für die Spezialfähigkeit. Uff. Und wir haben verloren! What? Natürlich die letzte Karte auf seiner verdammten Hand ist diese Karte, ey. Das ist doch nicht dein verdammter Ernst, Alter. Wobei ich tatsächlich mich ja nochmal um 2 heile, ne? Moment mal. Moment. Jetzt muss ich mich doch eigentlich nochmal um 2 heilen. Eigentlich schon. Warum wird das nicht angezeigt? Heilung? 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 Okay. Ach so, ja gut, aber sie hat eine Elementarreaktion. Nee, die hat jetzt, wenn der jetzt 3 Kryo-Würfel hat. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt 3 Kryo-Würfel gehabt hätte, hätte ich einen Besen gefressen. Das wäre die Lächerlichkeit in Person gewesen. Nach dem Ganzen, was der gerade gemacht hat, wenn der jetzt 3 Kryo-Würfel für die Elementarfähigkeit gehabt hätte. Okay, wir haben gewonnen. Wow. Also wenn jetzt nichts Unerwartetes passiert, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Als haben wir noch Arataki Ito, also nee. Macht das AOE-Schaden? Nee. Also vielleicht, ich bereue gerade meine Worte ein bisschen, aber eigentlich müssten wir jetzt echt gewonnen haben. Also dafür, dass das das erste Duell ist von Cat's Tales Gathering, ist das unfassbar schwer. Okay, ich wusste es. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe den Schild vergessen. Ich habe tatsächlich den Schild vergessen. Hätte es nicht sagen sollen. Aber wir heilen uns um 4 Punkte, also ist es trotzdem ziemlich gut für uns. Wir haben jetzt 6 Leben. Sie hat eine Reaktion auf sich. Also, ja. Ich meine, ich habe den perfekten Bennett. Spezialfähigkeit, Windfalke, silberner Glückshaarreif. Also ich habe quasi den untötbaren Bennett. Der sie einfach um unendlich viele Punkte heilt. Jesus Christus, Alter. Puh. Meine Fresse, war das schwer. Für das erste Duell echt schwierig. Alright. Aber ja, so läuft Cat's Tales Gathering. Sind quasi private Duelle. Und dann geht man in den Discord und sagt quasi,
dass ich gewonnen habe. Und da muss der Gegner das bestätigen. Und ja, genau so läuft das ab. Gut, mal schauen, ob ich noch ein paar Runden hochladen werde davon. Wie gesagt, es war jetzt halt einfach so, dass ich recht spät dran war oder bin und jetzt halt keine Gegner mehr finde, weil die halt alle schon mehrere Duelle gemacht haben. Ich hoffe, jetzt mit einem Sieg habe ich höhere Chancen, noch jemanden zu finden. Aber ich denke mal, ein Sieg, null Siege ist ungefähr die gleiche Kategorie. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.